Es wird voll werden im Palais am Funkturm, so viel ist sicher. Für die mehr als 1400 Gäste des traditionellen Wintergalaballs hat Familie Keller die Türen des Palais in diesem Jahr deshalb extra eine halbe Stunde früher geöffnet. So bleibt genug Zeit für ein Pläuschchen mit langjährigen Stammgästen und die Balldebütanten können in Ruhe das obligatorische Erinnerungsfoto schießen. So wie die 17-jährige Emilie, die von ihrer Mutter und Freund Roman zu ihrem ersten großen Abendball ausgeführt wird. Für die Zehlendorfer Schülerin besteht die Herausforderung dabei gar nicht so sehr in der großen Bühne, die der Wintergalaball bietet, als vielmehr in der Garderobe. Das mit den vielen Leuten kennt man schon auf enger Fläche, weil das war beim Tanzkurs auch immer so, dass wir halt voll viele waren und nicht so viel Platz hatten. Aber es ist halt voll was anderes, nicht in Jeans zu tanzen, sondern irgendwie im Kleid und in hohen Schuhen. Also okay, jetzt nicht mehr, aber vorhin halt. Und ja, es ist voll schön. Für Ute Rode und ihren Mann Hans liegt der erste Ball schon ein paar Jahre zurück. Sie gehören zu denjenigen Gästen, die der Tanzschule Dieter Keller schon seit Jahrzehnten die Treue halten und die keinen Wintergalaball auslassen. Ich bin ein altes Kellerkind, alt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich tanze seit 1958 bei der Tanzschule Keller, habe die dritte Generation der Familie Keller jetzt als Tanzlehrer. Und ich muss sagen, ich kann mir ein Leben ohne Keller eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Als sich alle warm getanzt haben, zeigen Carola und Sebastian Keller, dass ihre Tanzschule immer up to date ist und auch noch mehr kann als Tradition und Standardtanz. Für die Hip-Hop-Show Keller Styles hat Tanzlehrerin Lisa sogar das Personal mobilisiert. Den Höhepunkt des Abends bildet dann die sensationelle Latin-Dance-Performance von Mozzi Mabuse und ihrem Mann Jewgeni Wozniuk. Die beiden Let's-Dance-Stars haben seit kurzem eine eigene Tanzschule und zeigen sich vom Wintergalaball der Kellers sichtlich beeindruckt. Und ich finde es ganz großartig, was sie hier aufgebaut haben und dass wir haben eine Ball mit so vielen Besuchern, die alle tanzen und Spaß dabei haben, vom Jung bis Alt. Das ist beispielhaft, muss man sagen. Zu den Klängen der Chemnitzer Night Flavor Band wird dann natürlich noch bis tief in die Nacht getanzt. Und mit dem letzten Klang beginnt bereits die Vorfreude auf das nächste Tanzevent der Tanzschule Dieter Keller, die Sommernachtsparty am 23. Juni. Aber bitte,